Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wieder mit einem Unboxing, obwohl es eigentlich keine richtige Box ist. Aber es ist hier in so einer Plastikverpackung drinnen. Nämlich ein von der Firma Hama. Die nennen das hier Bike Pod 1 oder I. Jedenfalls ist das so ein Ding, dass ich zum Beispiel meine Video- oder Kompaktkamera auf das Fahrrad oder Scooter oder was auch immer schnallen kann. Ich werde das hier mal öffnen. Diese hässlichen Plastikverpackungen. So sieht das Ganze jetzt aus. Für digitale Foto- und Videokameras konzipiert für Actionaufnahmen oder Filme. Der spezielle Halter kann an allen Profilen bis 3 cm Durchmesser befestigt werden. Mit Spezialverschluss für absolut sicheren Halt. Ähnlich Kabelbinde, jedoch wieder lösbar. Mit Kugelkopf zur Justierung der Kamera gewinnt er 1/4 Zoll. So. Ja, so sieht das Ding jetzt mal aus. Kann man das eigentlich? Jetzt muss ich mal abchecken, wie das ausschaut. Okay. Also hier dieses Ding kann man hochziehen und dann gibt es hier so ein raues Raster und das rastet dort ein. So, jetzt muss ich mal schauen. Also man schiebt das so rein. Und dann hat man hier diesen Ring, wo man anziehen kann. Und hört, dass es sich immer fester schnallt. Und ist eben dann hier zum Beispiel die Lenkstange durch oder was weiß ich, sonst halt irgendetwas. Ja, hier oben. Aha, mit dem Ding scheint man das dann festzuschrauben. Und dieses Ding. Mit diesem Ding fixiert man die Kugel. Okay, alles klar. Also zum Beispiel, wenn ich das Ding jetzt nicht so montiere, sondern so, kann ich trotzdem die Kamera gerade machen, weil ich hier dieses Ding hin und her drücken kann. Also eben, darum steht da irgendwas mit Kugelkopf zur Justierung der Kamera. Ja, mit diesem unteren Ring. Schauen wir mal, dass ich da alles richtig mache. Festschrauben. Ja, und jetzt hole ich mal eine Kamera. Jetzt habe ich zum Beispiel hier meine Sony W80. Einige von euch kennen sie ja schon. Jetzt schraube ich sie hier drauf. So gut es geht. Beziehungsweise, wenn sie jetzt zum Beispiel in die falsche Richtung schaut, eine Umdrehung zurück. Und eben mit dem Schraubverschluss von unten festschrauben. Jetzt wackelt das immer noch ein bisschen. Okay. Mal überlegen. Okay. Oder ist es halt in diese Richtung? Keine Ahnung. Jedenfalls, ja. Das hält jetzt schon ziemlich gut. Die Spiegelreflexkamera werde ich darauf besser nicht montieren. Aber diese kleine Kamera und wahrscheinlich auch meine Videokamera werden das bestimmt aushalten. Sowohl die Kamera als auch die Lenkstange, die wird sicherlich das ganze Gewicht aushalten können. Ja, wie gesagt, wenn ich das jetzt hier aufmache, ziehe ich diesen Hebel nach oben und ziehe das raus. Das ist so ein... fühlt sich so bisschen gummiartig an, wohl eben, dass es dann nicht sich so runterdrehen könnte. Gut, muss man halt entsprechend fest anziehen. Ja, das war eigentlich soweit wieder das Unboxing von diesem Teil hier. Ich werde hoffentlich damit am Wochenende, ja, also der Durchmesser ist ungefähr so. Ich werde hoffentlich am Wochenende damit ein paar coole Videos machen können.
Ich hoffe, ich werde die Zeit und Gelegenheit dazu finden. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe am Wochenende die Zeit und Gelegenheit, ein paar coole Videos damit zu machen. Sonst kann ich euch nur viel Spaß mit den vorhandenen Videos wünschen. Ja, macht's gut. Viel Spaß. Bis bald. Pretty out.